Es staubt, ist grau, verursacht Stau im Drucker und gut darauf schreiben lässt sich irgendwie auch nicht. Die Vorurteile gegen Recyclingpapier halten sich noch immer hartnäckig. Aber warum eigentlich? Durch neue Abläufe in der Herstellung steht das Recyclingpapier dem Frischfaserpapier optisch und auch haptisch in nichts mehr nach. Viele von uns haben noch so das Recyclingpapier von 20, 30 Jahren in Erinnerung, was wirklich grau war. Jedes Produkt ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren und das ist beim Papier natürlich ganz genauso. Allgemein gilt, wer kann, sollte auf Papier verzichten oder, wenn nicht anders möglich, zum Recyclingpapier greifen. Das wird nämlich zu 100% aus Altpapier hergestellt. Im Vergleich, für 500 Blatt des perfekten weißen Frischfaserpapiers werden 7,5 Kilogramm Holz und 130 Liter Wasser verbraucht. Für die gleiche Menge Recyclingpapier werden dagegen nur knapp 3 Kilogramm Altpapier und 50 Liter Wasser benötigt. Ganze 80 Liter Wasser und 7,5 Kilo Holz werden so eingespart. Wer Recyclingpapier benutzt, betreibt aktiven Umweltschutz. Beim Papierrecyceln geht es natürlich darum, die Fasern, die Papierfasern erstmal voneinander zu trennen, um sie dann hinterher wieder neu zusammenfügen zu können. Also jeder hat schon mal beim Papierreißen die kleinen Fasern am Rand gesehen. Abreißen, einweichen und einmal ordentlich umrühren und schon ist die Hälfte geschafft. Wir haben jetzt unsere Pulpe, nennt man das, dieser Faserbrei, Papierfaserbrei nennt man eigentlich im Fachbegriff auch Pulpe. Fertig ist es so eine dickflüssige Masse eigentlich hier. Und die wird jetzt mit noch mehr Wasser verrührt, sodass die Papierfasern anschließend mit Sieb und viel Feingefühl gleichmäßig aufgefangen werden können. So, und jetzt hier anlegen und rüberklappen, nennt man abgautschen. Und mit dem Schwamm ein bisschen drücken, damit wir die Fasern auf das Tuch drauf drücken. Die Papierfasern verhaken sich jetzt miteinander und dadurch entsteht eigentlich erst das Blatt Papier. Recyclingpapier gibt es mittlerweile in verschiedensten Weißegraden. Ökologisch gilt allerdings die Devise, nur so weiß wie nötig. Denn je aufwendiger die Reinigung der Papierfasern, desto höher der Energie- und Wassereinsatz. Das Einzige, worauf man eigentlich achten muss, ist der blaue Engel. Der sagt erstens, es ist aus 100% Recyclingpapier und es setzt auch als einziges Zeichen Vorgaben für den Herstellungsprozess. Also es ist eine bestimmte Sache, es muss energiesparend sein, es darf kein Chlor verwendet werden bei dem Herstellungsprozess. Ob Druckerpapier, Schulhefte, Taschentücher oder Toilettenpapier, all das wird mittlerweile auch aus 100% Recyclingpapier hergestellt. Und damit das auch weiterhin möglich ist, heißt es für uns alle, Altpapier gehört in die Tonne.